Hallo, mein Name ist Evi Bosselmann von www.kreativparty.de und heute wollte ich dir diese kleine Verpackung hier zeigen. Hier sind zwei Schokoriegel drin. Genau, die Verpackung kann man entweder so auf den Tisch legen oder auch hinstellen, wenn man mag. Also die ist recht stabil. Und genau, was ich dafür verwendet habe, ist das Produktpaket Bärenstark. Da habe ich zum einen hier den Spruch genommen, süße Grüße, dann hier diese Blätter hier und diese Blüten. Was ich weiter verwendet habe, ist hier das, die Stanzform so stilvoll. Da habe ich hier diesen Träger, das ist ja eigentlich eine Tasche hier, was man daraus machen kann. Diesen Träger hier, das ist die Banderole hier von der Verpackung. Und dann habe ich verwendet die rechteckigen Stickereien. Genau, da habe ich diese Stanzform genommen. Diese Stanzform hat die Größe von 9,7 cm mal 4,5 cm. Ja, also wenn du die Verpackung danach bastelst, dann misst die halt das hier praktisch aus. Genau, ich hatte es auch schon vorbereitet. Was man dafür braucht, ist einmal dieser Träger und drei von diesen Rechtecken in der gleichen Größe. Und zwei lasse ich so. Und das eine Rechteck wird gefalzt. Und zwar lege ich die lange Seite oben an und dann wird einmal gefalzt bei 6,5 cm. Und bei 7,8 cm. Ich habe hier auch den Farbkarton in extra stark genommen, in Grundweiß. Also alle drei. Genau, was ich hier mit dem Träger mache, wenn ich das Schneidbrett hier schon habe, hier den Träger, den habe ich jetzt hier, das ist grundweißer Farbkarton, aber der normal starke. Und den Träger, den kürze ich mir auf 11,5 cm. Und dann wird der gefalzt bei, ja, ich drehe mal um. Ist eigentlich egal, weil man es ja nicht sieht. 2,5 cm, 3,8 cm. Da gucke ich jetzt hier auf der rechten Seite. Die 2,5 habe ich auf der Seite ausgemessen. Dann bei 8 cm. Und bei 9,3 cm. Gucke ich auch wieder hier. So, den Papierschneider brauchen wir nicht mehr. Jetzt das Stück, was ich hier vorgefalzt habe, das falze ich jetzt noch mal so. Und jetzt klebe ich mir praktisch das eine Rechteck hier auf, dass es vor der Falz liegt. So, dazu nehme ich mir den Flüssigkleber, wenn dann was rauskommen mag. Ja, da kommt was. Schwer, aber es kommt was. So, das klebe ich mir hier vor die Falz. So. Und weil das jetzt hinten nicht so hübsch aussieht, ja, und man das vielleicht auch hinstellen mag, werde ich jetzt von hinten, von der Rückseite, mir noch mal ein schönes Stück dagegen kleben. Ja, weil von hinten sieht die Stickerei ja nicht so hübsch aus. Und das gibt dem Ganzen dann auch noch ein bisschen mehr Stabilität. Flüssigkleber, da kann man ja noch immer schön ein bisschen schieben. So, was ich jetzt mache, das Loch da oben, das habe ich hier gemacht mit der Trio-Stanze. Genau, ich lege das so an, dass vorne praktisch
das schönere Loch dann hinkommt, lege mir hier das mittig hier auf und jetzt muss ich ein bisschen drücken, ich stelle jetzt mal auf, weil das ja über zwei Lagen geht, was auch noch der extra dicke Farbkarton ist, da braucht man ein bisschen mehr Druck. So, das ist jetzt praktisch ja ziemlich mittig. Genau. Als nächstes werde ich mir hier diesen, bevor ich die Schachtel zusammenbaue, werde ich mir hier den Spruch hier aufstempeln. Das habe ich mir hier schon vorbereitet und alles auf Stempelblöcke gezogen. Genau, das Set Bärenstark, das war ja jetzt im letzten Mini-Katalog drin, der ja noch Gültigkeit hat bis Juni. Sauber. Und genau, das Stempelset, also das ganze Produktpaket, ich weiß nicht, ob das Produktpaket, jedenfalls die Stanze und das Stempelset, das wird auf jeden Fall mit übernommen in den neuen Katalog. So, was ich jetzt mache ist, ich werde jetzt hier die Blätter bestempeln. Und zwar habe ich dafür einmal Farngrün und dann habe ich hier schon eine neue In-Color. Das ist Fräsien Lila. Ich fand, das passte sehr schön hier zu diesen Schoko-Riegeln. Ganz gut. Genau. Ich stempel mir jetzt hier die Blätter hier einmal ab. Und jetzt werde ich dass praktisch die Fläche, die werde ich mir noch mal einmal abstempeln, damit das nicht so ja doll ist, sondern ein bisschen zurückgeht. Und da stempel ich mir es noch einmal ab und erst dann praktisch hier auf mein Projekt. So, ich kann jetzt nicht so genau gucken, weil ich meinen Kopf in die Kamera halten möchte. Ach, der ist gerade geworden, hier nicht, aber ist nicht so schlimm. So. Das ist Farngrün, was ich hier verwendet habe. Und jetzt nehme ich, wie gesagt, die neue In-Color Fräsien Lila. Und oh, muss mal gucken, ob das hier passt. Vielleicht passt das auch nicht. Wenn ich das gleich ausstanze, werde ich sehen, sonst muss ich es nochmal machen. Genau, und auch hier nehme ich die Blüte, stempel ich mir nochmal ab und stempel das dann hier rein. Wenn das nicht hundertprozentig ist, ist nicht schlimm. Also ich finde das dann trotzdem okay. So, und jetzt habe ich hier noch die große Blüte. Hier habe ich schon mal brauche ich nur einmal und die muss ich mir dann auch per Hand ausstanzen. So. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt alles so. Ich hatte mir das wohl schon ausgetendert, wie ich das ungefähr legen muss, dass dann hier nichts ausstanze, was ich dann kaputt machen würde. Aber so kommt das eigentlich ganz gut hin. Die eine Blüte wird ein bisschen versteckt. Oh nein! So, dann mache ich die hier nochmal. Das habe ich, denke ich, fast befürchtet. Man kann sich rein theoretisch auch eine Schablone machen. Das war jetzt sehr falsch erstmal. Eine Schablone machen.
Und dann mit dem Stemperatus machen. Das empfiehlt sich dann, wenn man zum Beispiel ganz viele machen möchte. Da gibt es auch, ich meine, ich habe dazu schon mal ein Video gesehen, wie man das dann macht mit der Schablone. Ach, das war gerade der Stängel, der mir da im Wege war. So, jetzt aber. Das. So, die Blüte, wie gesagt, die schneide ich aus. Da nehme ich dann natürlich auch wieder den Zeitraffer, dass das Ganze schneller geht. So, die Blüten hier, die werde ich jetzt nochmal hier mit dem Aufhebhelfer, die werde ich mir hier nochmal so ein bisschen höher machen. Einfach hier so mittig so ein bisschen reinpieksen, dann stellen sich die Blätter automatisch so ein bisschen hoch. Ja, mit dieser Kugelseite hier, da kann man ja auch noch eine Spitze reintun und so ein, wie ein Spatel ist das, mache ich, aber das nutze ich, nutze eigentlich am meisten diese Seite. Hiermit kann man auch irgendwie feine Pailletten irgendwie nehmen und aufkleben. Das nutze ich aber auch eher seltener. So, jetzt nehme ich hier die Mini-Dimensionals und klebe mir eine Blüte. Und hier ist so versetzt auch. Ich nehme deshalb Dimensionals, weil ich möchte, dass das ein bisschen höher kommt. So. Jetzt nehme ich mir hier Mini-Klebepunkte. Ach so. Das wollte ich natürlich auch noch machen hier. Die Blätter, die ziehe ich mir hier auch noch mal übers Falzbein. Ruhig. In mehrere Richtungen, so dass sich das so ein bisschen wellt. So, und die klebe ich mir jetzt hier so auf hinter die Blüte. So. Jetzt nehme ich hier meine Schokoriegel. Hier muss ich sagen, ich habe die hier festgeklebt mit Gludots. Das mache ich jetzt hier auch wieder. Ja, gerade wenn man sie hinstellen möchte, ist das dann stabiler. Wenn man sie hinlegt, ist das vielleicht egal. Ja, das mache ich jetzt auch einfach mal. Eine würde vielleicht auch reichen, aber. So. Jetzt gucke ich, dass sie gleich sind und dass ich genau das rechts und links, also da ist dann noch der Stickrahmen, den sieht man auch ganz schön. Das passt hier genau rein. Hier müssen wir mal gucken, was ihr dann für einen Schokoriegel nehmt. Gibt ja auch noch diverse andere Hersteller, wie das dann passt. Aber was hier fand ich, passt ganz gut. So. Jetzt habe ich hier die Banderole. Die falze ich mir hier. So, und die lege ich mir hier erstmal so rum. Und genau, die klebe ich hier einfach auch mit dem Glue dort fest. Und das ist dann so, dass wenn ich die Banderole abziehe, macht das auch nicht zu straff, dass ihr die, wenn ihr die festklebt, damit das auch gut wieder raufziehen könnt. So, jetzt gucke ich mal, wie ich mir das hier arrangieren möchte. So, die eine Blüte klebe ich ein bisschen dahinter.
Da nehme ich dann auch wieder so einen Mini-Klebepunkt. Genau. Da ist ja schon. Genau, und ich mache mir es so, dass praktisch die Glue Dots dass ich mir nicht, also wie gesagt, dass ich die Banderole dann auch wieder runterschieben kann. Ach so, bei der hier habe ich das so gemacht, ja, hätte ich jetzt sie auch machen können. Das mache ich jetzt auch nochmal. Ich habe hier nochmal die Möglichkeit, die Glue Dots, die kann man vorsichtig abziehen, ohne dass die hier irgendwie Schaden nehmen. Und das ziehe ich mir nochmal ab, das wollte ich nämlich von der anderen Seite kleben. So, und zwar, das habe ich hier auch so gemacht und ich sehe mich auch hier gerade, die eine Seite hier ist nicht so schön gestanzt. Da klebe ich mir nämlich hier das Glue Dot unter und das Blümchen hier von oben mache ich das Glue Dot drauf. So, kann ich das hier nochmal so ein bisschen aufstellen. So, jetzt kommt noch, wenn ich sie dann wieder finde, da. Das ist auch aus dem neuen Katalog. Das sind die neuen In-Colors. Die muss ich nochmal üben. Seladon, glaube ich, Lodengrün. Das war Fräschen dieser Lila, Papaya und Bonbon Rosa ist das hier. Ja, genau. Das wollte ich auch mal sagen. Wenn du noch keine Stamping-Up-Demonstratorin hast oder selbst keine Demo bist und so an keinen Katalog kommst, dann kannst du ihn gerne kostenfrei bei mir bestellen. Ja, schreib mir dazu einfach eine E-Mail und dann schicke ich ihn dir gerne zu. So, jetzt brauche ich hier von dem Band. Das Band hier, das benutze ich in letzter Zeit auch recht häufig. Das ist ja so ein Dreier-Bundle. Da ist noch ein Karo-Band mit dabei und auch noch so ein Faden. Das hier ist jetzt auch ein Faden, der ist aus, auch aus so einem Bundle mit Blütenrosa, meine ich. Genau, alle Produkte verlinke ich dir auf meinem Blog dann. Wie du dann zu dem Blogbeitrag kommst, das verlinke ich dir dann unten in der Infobox. Und da findest du dann auch ja nochmal alle Maße, was ich verwendet habe und genau. So, hier mache ich jetzt einen Doppelknoten rein. So, und jetzt kommt noch ein Schleifchen. Dazu. So, das ist auch sowas. Ist von der Länge okay. Genau, ja, auch das steht. Ja, das war meine Idee für diese Woche. Ich hoffe, dir hat das Projekt gefallen. Freue mich über einen Daumen nach oben, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ja, dann sage ich einfach tschüss, bis zum nächsten Mal.